Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bonn will der DDR sofortige Verhandlungen über eine Währungsunion anbieten. Unterschiedliche Vorstellungen gibt es in der Regierung aber offenbar über die zeitliche Verwirklichung. Der Autoritätsverfall der Ostberliner Regierung und der anhaltende Übersiedlerstrom macht nach den Worten des Kanzlers und nach einem Konzept von Finanzminister Weigel eine gemeinsame Währung möglicherweise noch in diesem Jahr notwendig. Wirtschaftsminister Hausmann spricht demgegenüber von einer Entwicklung in drei Stufen, die bis 1993 abgeschlossen werden könnte. Die Bundesbank wiederholte heute erneut ihre Warnung vor übereilten Schritten. Zur Bonner Diskussion ein Bericht von Klaus Altmann. Bundeswirtschaftsminister Hausmann wollte die FDP-Fraktion für einen Stufenplan zur Wirtschafts- und Währungsunion gewinnen. Ziel, im ersten Schritt zu einer Doppelwährung von D-Mark West und D-Mark Ost zu kommen. Der Bundesfinanzminister stimmt ihm zu, sieht aber keine Zeit dafür. Theo Weigel will daher eine rasche Einführung der D-Mark West in der DDR. Bundeskanzler Kohl wiederum wünscht keine langen Auseinandersetzungen, sondern unverzügliche Verhandlungen. Er will Zeichen setzen, Vertrauen gewinnen und das schnell. Natürlich weiß auch er, dass solche Verhandlungen viel Zeit kosten. Mehr Zeit, als bis zur Märzwahl bleibt. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass jetzt die Menschen in dieser sehr, sehr schwierigen Situation in der DDR mit einem deutlichen psychologischen Abfall an Hoffnungen sehen, wir, die Bundesrepublik, sind bereit, auf die DDR zuzugehen und unseren Beitrag zu leisten, um Lebensverhältnisse zu schaffen, damit die Menschen da bleiben. In der DDR laufen die Menschen davon, der Bundesregierung die Zeit. Finanzminister Weigel hat eine Soforthilfe von 7 Milliarden Mark auf die Schnelle zusammengestellt. Die eine Hälfte für Reisedevisen und Mittelstandskredite, die andere zum Ausbau von Notunterkünften für Übersiedler und von Bundesstraßen in Grenznähe. Wer von einer Soforthilfe rasche Maßnahmen erwartet, der täuscht sich. Davor stehen noch Billigungen durch Kabinett und Parlament. Es wird also April werden, bevor die Maßnahmen wirksam werden können. Dazu kommt ein weiterer Wermutstropfen. Zur Finanzierung muss der Finanzminister 6,5 Milliarden Mark neue Schulden aufnehmen. Das ist allerdings nur der erste Tropfen. Nach der DDR-Wahl muss der Bund tiefer in die Tasche greifen. Eine Währungsunion, sagen Experten der Koalition, würde diesen Zugriff erleichtern. Die DDR-Regierung hat den Vorschlag des Bundeskanzlers grundsätzlich begrüßt. Der stellvertretende Regierungssprecher Bachmann erklärte, es müsse jetzt besonders darum gehen, die weitere Abwanderung von Arbeitskräften durch materielle und psychologische Mittel zu verhindern. Auch die SPD äußerte sich positiv. Nach den Worten der stellvertretenden Vorsitzenden der Bundestagsfraktion, Matthias Mayer, greift die Regierung damit einen SPD-Vorschlag auf. Die Deutsche Bundesbank warnt demgegenüber vor einer übereilten Verwirklichung der Währungsunion. Nach einem Gespräch mit dem DDR-Notenbankpräsident Kaminski in Ostberlin sagte Bundesbankchef Pöhl, zunächst müssten dringend notwendige Reformen in der DDR auf den Weg gebracht werden. Auch Kaminski lehnte die Einführung der D-Mark zum jetzigen Zeitpunkt ab. Verhandlungen hatten sie nicht zu führen, nur zu einem Informationsgespräch waren sie angeblich in Ostberlin in der Staatsbank der DDR zusammengekommen. Bundesbankpräsident Pöhl und sein DDR-Kollege Horst Kaminski. Eine deutsch-deutsche Währungsunion, von den Politikern immer lauter und nachdrücklicher gefordert, die beiden Währungshüter versuchten, sich einem allzu rasanten Tempo entgegenzustellen. Wir haben diese Fragen diskutiert, aber wir stimmen auch darin überein, dass es zumindest verfrüht wäre, über eine Währungsunion heute schon zu sprechen. Ich glaube, die DDR muss zunächst einmal die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Mark der DDR schrittweise kompatibel gemacht wird. Ja, wie lange, glaube er denn, werde es dauern, bis die Währungsunion komme, wollten die Journalisten wissen. Ja, das wird sicher noch eine Weile dauern. Auch der Präsident der DDR-Staatsbank glaubt nicht, dass eine Währungsunion über Nacht alle wirtschaftlichen Probleme der DDR löst. Zunächst muss es Wirtschaftsreformen geben, um die Kaufkraft der DDR-Mark zu stabilisieren. Und dass dies insgesamt ein Stufenprozess sein wird. Natürlich haben wir nicht viel Zeit. Die Bürger der DDR erwarten in kurzer Zeit wirksame Maßnahmen. Wirksame und radikale Maßnahmen in der DDR-Wirtschaft müssen für Bundesbankpräsident Pöhl vor einer Währungsunion stehen.
Köhl, der am Nachmittag mit DDR-Wirtschaftsministerin Luft zusammenkam, nannte eine Reform des Preis- und Steuersystems auf allen Gebieten. Außerdem sollten Entscheidungen getroffen werden, die westliches Kapital in die DDR ziehen. Frau Luft, die sich bereits gestern für einen Volksentscheid in Sachen Währungsunion ausgesprochen hatte, zeigte sich heute bedeckt, was den Termin eines solchen Entscheids in der DDR und damit die Währungsunion angeht. Der gestern mit Mehrheit gefasste Beschluss am runden Tisch, auf die Auftritte von bundesdeutschen Politikern im Wahlkampf zu verzichten, hat nach den Worten des DDR-Ministers Ullmann nur symbolischen Charakter. Auch in Bonn wurde erneut betont, man werde Einladungen zu Gastreden bei den jeweiligen Schwesterparteien annehmen. Bundeskanzler Kohl erklärte, er wolle zu 6 Auftritten in die DDR fahren. Seine Partei werde die gestern Abend gegründete Allianz für Deutschland unterstützen, zu der sich die CDU, die Deutsche Soziale Union und der Demokratische Aufbruch zusammengeschlossen haben. Spenden an Parteien und politische Gruppierungen in der DDR können von der Steuer abgesetzt werden. Nach Auskunft des Stuttgarter Finanzministeriums müssen die Gelder allerdings über die Parteien in der Bundesrepublik laufen. Außerdem sei nachzuweisen, dass die Ziele der unterstützten Organisationen in der DDR nicht dem Parteiengesetz in der Bundesrepublik zuwiderlaufen. Danach scheiden solche Parteien aus, die sich für den Fortbestand des kommunistischen Systems einsetzen. Der SPD-Spitzenkandidat im niedersächsischen Wahlkampf Schröder hat die Bundesregierung aufgefordert, gegen Übersiedler aus der DDR eine 12-wöchige Sperre des Arbeitslosengeldes zu verhängen, wenn sie zu Hause kündigten und dann in die Bundesrepublik kämen. Gegenüber der in Hannover erscheinenden Neuen Presse erklärte Schröder, dies müsse aus Gründen der Gleichbehandlung geschehen, denn auch ein Bundesbürger erhalte bei einer eigenen Kündigung zunächst keine Unterstützung. Mit einem Vorschlagskatalog will auch Ministerpräsident Späth Besserstellungen von Aus- und Übersiedlern abbauen. Nach den Worten von Regierungssprecher Zach gehörten dazu besonders das Geld für die Neuanschaffung von Hausrat. Die Auseinandersetzungen im Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion über die Reformpläne von Generalsekretär Gorbatschow gehen weiter. Ursprünglich sollte die ZK-Sitzung heute zu Ende gehen, doch am Abend wurde sie bis morgen verlängert. Was im ZK-Plenum hinter verschlossenen Türen vor sich geht, darüber ist Widersprüchliches zu hören. Einerseits lassen ZK-Mitglieder immer wieder verlauten, dass eigentlich niemand mehr am Führungsanspruch der Kommunistischen Partei festhalten will. Andererseits ist von ungewöhnlich harten Attacken gegen Gorbatschow und sein Programm die Rede. Die von ihm vorgelegte Plattform zur Erneuerung der Partei sei marktschreierisch und nichts weiter. Er und seine Politik der Perestroika seien schuld an der schwierigen Lage im Land und nicht immer nur die viel zitierte Vergangenheit unter Brezhnev. Die Diskussionen vor den Kremlmauern spiegeln die Themen wider, die im ZK besprochen werden. Hier ist von einem runden Tisch die Rede, an dem alle politischen Kräfte zusammen mit der Kommunistischen Partei über das weitere Schicksal des Landes beraten sollen. Und da kommt ein Vertreter der Bergarbeiter heraus, der als Gast zum ZK eingeladen war. Er meint, das neue Programm von Gorbatschow sei auf alten Grundlagen aufgebaut und gehe nicht weit genug. Über Privateigentum habe man auch diskutiert, allerdings bisher ohne irgendeine Entscheidung getroffen zu haben. Nicht alle sind so auskunftsfreudig. Obwohl heftig bestürmt, ist dieser General weder bereit, seinen Namen zu nennen, noch sonst irgendwelche Auskünfte zu geben. Die Auseinandersetzung geht morgen weiter. Zweierlei könnte sich verheerend auswirken. Wenn man sich auf Kompromisse einigt, die der angespannten Lage nicht gerecht werden, oder aber wenn man zum wiederholten Male Entscheidungen vertagt. Bundesaußenminister Genscher hat heute seinem polnischen Kollegen Skubiszewski erneut die Unverletzlichkeit der polnischen Westgrenze versichert. Bei einem Essen am Abend in Bonn betonte er, wenn die Deutschen von Vereinigung sprächen, dann meinten sie die beiden deutschen Staaten einschließlich Berlin. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Zuvor hatten sich beide übereinstimmend gegen die Neutralität eines geeinten Deutschlands und die Ausdehnung des NATO-Gebietes nach Osten ausgesprochen. In Prag konferierte DDR-Ministerpräsident Modrow heute mit seinem tschechoslowakischen Amtskollegen Čalfa. Im Mittelpunkt der Unterredung standen Möglichkeiten einer engeren wirtschaftlichen Zusammenarbeit beider Staaten sowie Modrows Plan zur deutschen Einheit. Am Abend wurde Modrow auch von Staatspräsident Havel empfangen. Währenddessen protestierten in der Stadt mehrere 10.000 Menschen für den Abzug der sowjetischen Truppen aus der Tschechoslowakei bis zum 31. Mai. In Sprechchören riefen sie Russen nach Hause.
Mit der Demonstration wollen sie die Verhandlungen zwischen der Sowjetunion und der CSSR über einen Truppenabzug beschleunigen. Die Zahl der Arbeitslosen in der Bundesrepublik ist im Januar wieder angestiegen. Die Zunahme war aber geringer als in den Vorjahren. Hier die neuen Zahlen. Im Januar waren 2.191.000 Arbeitslose gemeldet. Das ist eine Zunahme um 139.000. Damit erhöhte sich die Arbeitslosenquote auf 8,5% gegenüber 8% im Dezember. Kräftig angestiegen ist die Zahl der Kurzarbeiter. Sie erhöhte sich um 41.100 auf 90.800. An offenen Stellen gab es 287.000, ein Plus von 10.000. Unter den Arbeitslosen sind gegenwärtig fast 270.000 Aus- und Übersiedler, rund 120.000 mehr als im Jahr zuvor. Dazu der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit, Franke. Ich hoffe, dass sich die DDR rasch zu einer Demokratie mit marktwirtschaftlicher Ordnung und wachsendem Wohlstand entwickelt. Dies gäbe neue Möglichkeiten, Lebensziele dort zu verwirklichen, wo man zu Hause ist und seine Familie und seine Freunde hat. Die Bundesrepublik Deutschland ist aufnahmewillig. Sie beweist es in diesen Monaten, aber sie ist natürlich nicht unbegrenzt aufnahmefähig. Unsere Ämter, besonders im grenznahen Bereich und in Berlin, berichten über einen großen Andrang von Ratsuchenden aus der DDR. Insgesamt sind es pro Woche etwa 4.000 Besucher, die in der DDR leben und sich bei uns informieren wollen über ihre Chancen am Arbeitsmarkt, über das Sozialsystem und über arbeitsrechtliche Fragen. Für alle diejenigen, die unbedingt kommen wollen, ist dies die richtige Lösung. Der Sprengstoffanschlag gestern auf die Hauptverwaltung des Energiekonzerns RWE in Essen ist vermutlich von Terroristen aus dem Umfeld der Rote Armee-Fraktion verübt worden. Bei einer Presseagentur in Bonn ging heute ein Bekennerschreiben eines Kommandos Thepa Galyende ein. Aus dem Namen und aus dem Inhalt ergeben sich Zusammenhänge mit früheren Anschlägen. Bei der Durchsuchung einer Wohnung in Wuppertal fand die Polizei unterdessen Elektronikbauteile, wie sie auch bei dem RWE-Anschlag verwendet wurden. Es wurde aber niemand festgenommen. Rund 300 Atomkraftgegner haben heute das besetzte Baugelände der geplanten Verpackungsanlage für Atommüll in Gorleben verlassen. Zuvor waren Polizei und Grenzschutz mit Wasserwerfern angerückt und hatten den Besetzern 2 Stunden Zeit zur Räumung gegeben. Mit dem Bau eines Hüttendorfes und einer Demonstration hatten Kernkraftgegner aus der DDR und der Bundesrepublik erstmals gemeinsam gegen das Projekt protestiert. Am Nachmittag lehnte das Oberverwaltungsgericht Lüneburg einen Baustopp für die Anlage ab, den Atomkraftgegner aus Ost und West beantragt hatten. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 7. Februar. Ein breites, zusammenhängendes Wolkenband über Westeuropa verlagerte sich im Tagesverlauf langsam ostwärts und lockerte sich dabei teilweise auf. Der zugehörige Ausläufer eines Tiefs bei Schottland überquert am Mittwoch den Norden Deutschlands zügig ostwärts und schwächt sich ab. Ein rasch vom Atlantik her nachfolgendes Frontensystem greift ab der zweiten Tageshälfte von Westen her auf Deutschland über. Dabei wird mit einer kräftigen Südwestströmung vorerst noch milde Meeresluft herangeführt. Die Vorhersage für morgen: Im Alpenvorland meist sonnig. Sonst zunächst teils aufgelockerte, teils stärkere Bewölkung, aber kaum Niederschlag. Ab Mittag im Nordwesten und im Westen Eintrübung und aufkommender Regen. Tiefsttemperaturen zwischen 6 Grad im Nordwesten und minus 5 Grad im Südosten. Tageshöchsttemperaturen 9 bis 14 Grad. Schwacher bis mäßiger, im Tagesverlauf zunehmender, gegen Abend zum Teil Sturmstärke erreichender Wind aus südwestlichen Richtungen. Die weiteren Aussichten: am Donnerstag bei stürmischem Südwestwind Durchzug eines Regengebietes. Lediglich im Alpenvorland föhnige Aufheiterungen, vorerst noch mild. Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen. Für und wieder eine Währungsunion, dazu ein Interview mit Bundesbankpräsident Pöhl und Bürokratie und Wohnungsnot, eine Reportage aus Nordrhein-Westfalen.